Ja, ganz kurz nur zur Begrüßung. Herzlich willkommen hier in der Pressekonferenz mit unserem Bundesabgeordneten Novak. Vor wenigen, je nachdem, wie man sieht, von der Wahl her ist die Halbzeit rum. Von der Konstituierung des Bundestages sind wir ein paar Tage davor. Aber irgendwie jetzt in diesem Tag ist die Halbzeit der Wahlperiode, der Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Und aus diesem Anlass eben auch die Pressekonferenz mit unserem Abgeordneten. Ja, danke für die schwerwiegenden einleitenden Worte. Thema sich zu umfassen. So ein paar organisatorische Dinge. Wir haben jetzt zwei Wahlkreisbüros, wenn man so will, einmal der von uns hier und natürlich in Köln-Buforst und machen da regelmäßig auch Sprechstunden. Deshalb war Frau Nieder, ich jetzt auch gerade nicht mal da und meine Sprechstunde findet statt. Aber die machen wir regelmäßig. Jeden Monat soll etabliert, mal in Köln, mal hier. Und der Zuspruch ist eigentlich ganz gut. Was positiv daran ist, dass ich immer einen Mitstreiter habe in meiner rechten Seite, in dem Fall den Rüdiger Scholz, weil sehr häufig natürlich kommunale Fragen kommen. Und dann ist mir ja schon mal ganz lieb, wenn man einen Ratsherr dabei hat, der sich in all diesen Fragen gut auskennt, dass man dann nicht die Fragen, die dann kommen, eben kommunaler Natur, eben nur noch halbherzig und möglicherweise auch nicht komplett richtig beantworten. Das ist also immer ganz positive Sachen. Zu meinen Zuständigkeiten, ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich bin im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verteidigung und innerhalb dieser Ausschüsse bzw. auch der Arbeitsgruppe unterteilt sich das alles noch ein bisschen. Und zwar bin ich Berichterstatter mit dem Kollegen Jung zusammen, ich versuche das mal etwas präziser zu machen, für Industriepolitik, einschließlich Klimafragen und Emissionshandel. Das ist ein Thema, was natürlich auch sehr weitläufig ist und das macht der Jung mehr als ich auf jeden Fall. Ich bin alleiniger Berichterstatter für Verteidigung und insbesondere dafür Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Und in diesem Zusammenhang war ich auch am Montag nochmal gerade in Berlin anlässlich einer Konferenz, einer Sicherheitskonferenz, die ziemlich hochgradig angesetzt war mit Generälen, Wissenschaftlern, Friedensforschern und alles, was damit zusammenhängt, und ich hatte vom Podium aus dann da auch an der Diskussion entsprechend teilgenommen. Ich bin alleiniger Berichterstatter für Bürokratieabbau, da einerseits von der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft Energie und vom Parlamentskreis Mittelstand, die sogenannten PKM, dann bin ich auch Vorsitzender für dieses Thema. Und zwar national und EU-weit, das heißt auch in Zusammenarbeit mit dem Normenkontrollausschuss, Normenkontrollrat und international eben auch dadurch bedingt auch Reisen nach Brüssel, wo ich dann mit Herrn Stoiber mich schon mal treffe oder auch in Den Haag. Da hatten wir dann auch eine Konferenz Small Regulation, also auch dort ging es dann um Bürokratieabbau. Und auch One-In-One-Out, das werden Sie wahrscheinlich auch schon ganz normal gehört haben. Das wurde in England auch schon betrieben, allerdings noch mit 1000 Ausnahmen. Und wir haben das ja auch in unser Konzept jetzt aufgenommen. Ich hatte auch die Möglichkeit, vor einigen Monaten zusammen mit unserem Wirtschaftsminister Gabriel nach Serbien zu reisen. Und da wir dann in der Regierungsmaschine saßen und wir beide vorne separat sozusagen waren, hatte ich auch die Chance, mit ihm dieses Thema Bürokratieabbau intensiv zu besprechen. Und er steht auch für die Kinder, auch wie die Kanzlerin. Natürlich. Ich habe in dem Zusammenhang, ich sage das vielleicht ein bisschen intensiver, weil das so ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch von der Bundesregierung insgesamt verfolgt wird, habe alle Spitzenverbände mal eingeladen, BDI und wie sie alle heißen, um mal zu erfahren, was ist denn im Bereich Bürokratie von besonderer Relevanz für die Industriebetriebe, auch für den Mittelstand und so weiter. Und hat ihm vorher gesagt, sie sollen mal fünf Themen aufdröseln, die für sie von entscheidender Bedeutung seien. Und dann haben wir uns da das eine oder andere rausgenommen und dann auch mit der SPD zusammen dann die Gewerkschaften eingeladen und mit denen diese Themen nochmal besprochen und haben das dann versucht auf den Weg zu bringen. Das hat insofern schon gewisse Früchte getragen. Wir haben vor zwei Monaten das Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet, was über einen nur ca. 850 Millionen Entlastung für die Wirtschaft bringt. Also nicht ganz verkehrt. Trotz allem wünsche ich mir da noch eine ganze Menge mehr.
Und da bin ich dran, hatte auch vor kurzem die Gelegenheit nochmal in einer kleinen Runde beim Essen mit der Kanzlerin das Thema mit einzubringen, weil, und da sind sich alle einig, dass eigentlich das einzige Thema ist, wo wir aber auch Geld generieren können. Bisher haben wir eigentlich die Gesetze verabschiedet, die ja Kosten verursacht, natürlich alle gut gemeint und richtig angelegt, aber trotzdem sind sie zwei besondere Kosten versehen und es wäre eben gut, wenn wir im Bereich Bürokratieabbau einerseits auch für die Zivilgesellschaft als solche, also unabhängig jetzt auch mal von Firmen, sondern auch von Privatpersonen, also dass man beispielsweise sagt, von der Wiege bis zur Ware, Formular, das kennen wir ja alle, aber dass man versucht, die Dinge zu konzentrieren, dass man an einer Stelle möglichst alles abrufen kann, wenn man heiratet, dass man nicht zur X-Position noch hin muss und auch die Verbände und Vereine, die Probleme haben, wenn sie jetzt irgendeine Feier machen wollen, dass sie dann X Leute ansprechen müssen in Rathäusern, um dann letztendlich dann ihre Feier durchführen zu können. Also dass man diese Dinge regelt, aber natürlich in den Firmen auch. Ist da ein so ein Punkt, den man vielleicht mal benennen kann als ein Beispiel für andere Dinge, wo es besonders dringend ist? Also mir persönlich, nachdem wir das Entlastungsgesetz gemacht haben, wo also insbesondere für Start-up und so einige positive Dinge gemacht wurden, dass also die vielen Nennungen für die ersten Jahre zumindest reduziert wurden. Aber ich bin persönlich, weil ich auch zuständig bin für den gesamten Bürokratieabbau, sehr daran interessiert, dass wir die geringen Werte der Wirtschaftsführung, die Ihnen ja auch was sagen werden, die man seit 50 Jahren schon konstant bei einem Wert sind, nämlich früher bei 800 Mark und jetzt bei 410 Euro, dass wir endlich mal versuchen, die Dinge in eine vernünftige Relation zu bringen. Weil würde man von mir fordern, und ich fordere in dem Fall, statt 410 Euro, 1000 Euro, sofortige Abschreibung im Anschaffungsjahr. Das würde bedeuten, ca. einen Schub von, wie Verbände sagen, ca. 400 Millionen jährlich, die frei würden. Um mal ein gutes Beispiel, glaube ich, zu bringen, wenn Sie sich über die Smartphones und sowas umliegen, wenn Sie das kaufen, das kostet von mir 600 oder 700 Euro, dann müssen Sie das heutzutage linear über 5 Jahre abschreiben. Aber nach 2 Jahren ist es dann eigentlich schon so weit, dass Sie sagen, nicht mehr statt der Technik. Ist also ziemlich unsinnig. Deshalb wollen wir auf einen anderen Wert kommen, dass man sagt, diese Dinge sind dann erledigt. Und dann kommt hinzu, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für die Schulabschreibung, das ist ein bisschen komplizierter, da wird man auch einen Teil Bürokratie abbauen. Weil man bislang kann man Wirtschaftsgüter auch abschreiben bis 1000 Euro, die sich zusammensetzen, sagen wir aus Bürostühlen und viele mehr, die, wo das, der Anschaffungsmonat dann nicht mehr von Relevanz ist, aber prinzipiell ist das ein bürokratisches Monster, was dabei auch abgeschafft werden könnte. Da sind wir in Verhandlungen. Ich habe also sämtliche Verbände, die mit der von der Partie sind, auch der Partner in der Koalition ist mit von der Partie. Jetzt müssen wir noch den Finanzminister mit überzeugen. Und dann könnte es klappen. Auch jetzt in der Höhe wissen wir nicht genau, aber es wäre schön, wenn sich da was bewegen würde. Mal weg von diesen Dingen. Wir haben hier in Leverkusen. Ich sage mal dazu, wir wissen, dass wir nicht Bad Leverkusen sind. Aber zumindest kann man sagen, unsere ganze Region ist eine ganz wichtige Industrieregion. Und mit vielen Arbeitsplätzen, allerdings auch mit vielen Problemen, was für mich sehr positiv ist in Berlin. Ich habe ein regelmäßiges Treffen im Wahlkreis, aber auch in Berlin, mit zum Beispiel mit Dr. Deckers, Chef von Bayern, oder auch mit Herrn Zappert vom Lanzes oder Corenta, Dr. Giegert und so weiter. Und ich gehöre, so wird mir dann immer gesagt, Sie sind unser Wahlkreisabgeordneter, dass man die Themen, die hier sind, sehr intensiv besprechen kann. Und eines der wichtigsten Themen ist ja zweifelsohne unsere Infrastruktur. Und da unsere in der Zwischenzeit der ganz berühmte, berüchtigte Brücke. Sie wissen, ich habe mich relativ frühzeitig da reingehängt. Damals war noch der Bundesminister Ramsauer zuständig für das Thema. Der war ja auch hier in Leverkusen, den ich herholen konnte. Und danach war es dann der Herr Dobrindt, das ist ja heute noch. Und das war am Anfang gar nicht so ganz einfach, weil als er gewählt wurde, natürlich alle auf ihn einstürzten. Jeder hatte Probleme, auch zu Recht. Und ihn dafür zu sensibilisieren, dass hier bei uns die Brücke nur ein riesiges Problem ist, dass da wir hier den gesamten Durchgangsverkehr
von Norden bis Süden haben, also ich meine auch ländermäßig. Aber es ist dann gelungen, ihn dafür zu sensibilisieren. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ihm die Chance hat, so wie ich mit Ihnen jetzt hier direkt gegenüber sitze und sagen kann, in dem Fall in der Zwischenzeit schon eine Fortsetzung, Alexander, ich muss mich mit dir mal in den Plenarsaal setzen. Und dann kann man miteinander reden. Und das hilft nicht nur in dem Falle, sondern auch bei anderen Ministern, auch die Frau Beuys-Anker war ja hier gewesen. Man bekommt einfach den kurzen Weg und damit die Möglichkeit, überhaupt anzusprechen, was ja früher alles nicht war. Und wir hatten dann hier mit den Ministern uns getroffen in Düsseldorf. Die haben das ja damals mitbekommen, auch schon kommentiert. Da haben Koschek zusammen mit dem Oberbürgermeister, einem aus Duisburg, Köln und Leverkusen, und kamen dann überein, dass wir auf jeden Fall ein beschleunigtes Verfahren durchsetzen müssen, was ja auch in der Zwischenzeit gelungen ist, damit die unteren Rechtswege ausgeschlossen sind bei Einsprüchen, sondern dass man gleich zum Bundesverwaltungsgericht muss, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Ich lege also sehr, sehr, sehr viel Wert darauf, mit den wichtigen Personen hier im Bereich großer Wirtschaft, aber auch mit den Mittelständlern, auch mit der IHK und so weiter darüber zu reden, damit wir eine Chance bekommen, dass sich die Infrastruktur möglichst schnell verbessert. Wir wissen alle, dass das ganz lange dauern wird. Und ich sage manchmal als Beispiel, wie wichtig das ist. Wir reden ja nicht von Goethes Faust, sondern von Ingenieur- und Naturwissenschaften hier. Und wenn wir es nicht schaffen, eine vernünftige Infrastruktur hinzubekommen und entsprechende Preise auch für Energie zu halten oder noch zu verbessern, die Firmen wie beispielsweise Bayer, aber auch uns, das sind viele andere auch, die in der Region beheimatet sind, die haben natürlich auch Wettbewerb. Und so ein Pharmakonzern wie Bayer, der ist nicht nur im Wettbewerb mit BASF oder mit Böhringer, sondern jetzt auch im Wettbewerb mit Bayer USA. Und wenn wir hier keine vernünftige Infrastruktur haben und hohe Energiekosten, wie sie ja nun mal sind, dann kann es natürlich durchaus sein, dass man langfristig sich woanders niederlassen wird. Und das müssen wir, glaube ich, hier im Sinne aller Bürger und der Region versuchen zu verhindern. Deshalb bin ich auch sehr viel Gespräche mit denen und ich kann sagen, es ist äußerst positiv auch mit den Größen wie Zachereckers und so weiter. Das klappt also ganz gut. Und ansonsten bin ich natürlich unterwegs im Mittelstand. Wir haben es ja vor kurzem auch gelesen, bei der Brotfabrik und viele mehr. Was auch natürlich neben diesen Dingen Wirtschaft wichtig ist, das ist Bildung, Ausbildung, politische Bildung. Ich habe bei mir im Büro in Berlin permanent irgendeinen Praktikanten. Und die sind immer 4 Wochen da. Jura-Studenten, andere. Und einmal haben die Chance, in den Ausschüssen mit dabei zu sein, aber auch in den Arbeitsgruppen, auch im Plenum natürlich. Und jeder bekommt eine Aufgabe, die er innerhalb der 4 Wochen vorbereiten muss, rein sprachlich, aber auch schriftlich. Zum Beispiel musste einer eine Arbeit anfertigen, der titelt, was ja auch nach wie vor recht relevant ist. Und jetzt der letzte über das Weißbuch 2016 des Verteidigungsministeriums. Und ich muss sagen, die machen das teilweise klasse, müssen das dann vortragen im Büro bei uns, da sind die Mitarbeiter mit dabei und gehen und liefern das auch schriftlich ab. Also das sind immer sehr interessante Geschichten. Aber wir haben dann auch die Möglichkeit, die Nico Walzer für Jugend und Parlament aus Leverkusen nach Berlin zu schicken, wo die dann, glaube ich, 3 oder 4 Tage Fraktion und Plenarsitzungen machen. Die machen das sehr ernsthaft. Es sind, glaube ich, etwas über 300 Leute, die da aus der ganzen Republik dahin kommen. Und die machen also richtige Fraktionssitzungen, richtige Plenarsitzungen und lernen also Parlament und diese Abläufe. Und das ist für die Leute natürlich unheimlich spannend und macht ihnen sehr viel Spaß. Dann ist von hier auch ausgegangen der Niklas Fritschen. In diesem PPP-Programm, parlamentarisches Partnerschaftsprogramm, den konnte ich da ein Jahr in den USA schicken. Das war für den natürlich auch ein riesiges Erlebnis, ein Jahr in den USA zu sein. Der sprach schon ganz gut Englisch, konnte das natürlich dann perfektionieren und hat dort die Schule besucht und so weiter. Und war natürlich von der ganzen Sache begeistert. Ich sage das insofern, das waren alles Dinge, die früher hier gar nicht stattfinden konnten, weil eben kein Abgeordneter in Berlin aus dem Wahlkreis von uns da war.
Dann machen wir BPA-Fahrten, Bundespresseamt-Fahrten. Da sind wir so 50 aus dem Wahlkreis, die nach Berlin kommen. Wir hatten 2014 drei solche Fahrten gehabt. Und in diesem Jahr sind auch schon zwei gewesen, die letzte wollte im Dezember stattfinden. Da muss man nicht zur Partei gehören, sondern das sind Bürger, die interessiert sind, mal nach Berlin zu kommen. Und das scheint immer große Begeisterung auszulösen. Man sieht Berlin, man sieht natürlich den Plenarsaal, man ist im Reichstag unterwegs. Mit mir hat man dann auch eine Stunde bis anderthalb. Und das dauert vier Tage. Und ich glaube, dass das auch zur politischen Bildung und auch Interesse beiträgt. Denn man hört ja oft und sieht ja oft, dass die Leute sagen, Mensch, was macht ihr da eigentlich? Der Plenarsaal ist immer leer. Wo seid ihr eigentlich? Und wenn man da mal die Chance hat, miteinander zu reden und zu sehen, wie das eigentlich abläuft, dass man also natürlich dann nur in den Plenarsaal reingeht, wenn die Themen dran sind, für die man da steht. Also bei mir beispielsweise Verteidigung, Wirtschaft, Energie. Und dass, wenn dann soziale Dinge kommen, dann wieder Wechselstand. Das ist also ein rotierendes System. Deshalb sind immer nur eine geringere Zahl als die gesamten Abgeordneten im Plenarsaal. Das ging auch gar nicht anders. Wir haben beispielsweise Donnerstag, das war so der Hauptschlachttag für die Sitzung. Das geht von morgens um 9 Uhr bis teilweise Mitternacht. Ne? Und Sie können da nicht die ganze Zeit da sitzen, wäre vollkommen sinnlos, weil das alles Themen sind, die Sie nicht bearbeiten und zu denen Sie auch gar keine tiefergehenden Kenntnisse haben. Und die tiefergehenden Kenntnisse, die bekommt man auch, nicht zuletzt auch von Lobbyisten, die ja manchmal so ein bisschen verteufelt werden, aber die braucht man, weil natürlich Spezialkenntnisse bei denen vorhanden sind. Man muss nur in der Lage sein, da die Öhrchen aufzumachen und zu hören, was ist wohl richtig und was ist dann eher nur tendenziell für eine Firma gedacht. Aber die Lobbyisten werden, glaube ich, manchmal da auch falsch eingeschätzt. Und da findet fast jeden Abend irgendwo von Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen, von IHKs und so weiter, immer welche Einladungen statt, wo man dann zu bestimmten Themen dorthin geht, die einen interessieren und wichtig sind. Und ansonsten hat man Arbeitskreise, zu denen man hin muss, die Arbeitsgruppen, man hat Ausschüsse, wo man hin muss. Also dadurch geht das gar nicht anders. Aber ich habe bei mir im Büro, in meinem Büro, ich habe drei Büros hintereinander, in meinem Büro ist ein Fernsehapparat, da sehe ich dann den Plenarsaal, da sehe ich immer, wer spricht jetzt, wie viele Minuten der, und jetzt weiß ich jetzt was drüber. Jetzt ist soweit. Oder aber, wenn es sein könnte, dass die Mehrheiten nicht mehr so ganz klar sind, dann kriegen sie schon auf dem Handy gezeigt, in den Plenarsaal kommen. Und wenn das dann alles noch nicht hilft, dann geht inmitten des vom dritten Büro, in der Mitte ein Büro, geht die Hupe an und draußen geht das Licht dann rot. Was nun mal los? Also ich will nur sagen, das ist schon so ein Prozedere, was ganz interessant ist. Und natürlich muss man sich morgens immer eintragen, wenn man kommt. Ist also nicht so, dass man da freier Künstler ist. Und zur Fraktionssitzung, die Dienstag stattfindet, gemeinsam mit Fraktionsvorsitzenden Kauder mit der Frau Merkel, da müssen wir sich auch nochmal eintragen, dass also gesichert sind, dass sie auch da sind und nicht, dass sie die Diäten empfangen für Abwesenheit. Also das ist schon einigermaßen fixiert alles. Ja, also das BPA-Fahrt habe ich gesagt, Bundespresseamt. Und Besuche von Schulklassen haben wir natürlich auch. Da war zum Beispiel aus Köln eine Schulklasse eingemaßen, war da, die kam vielleicht mit 110 Leuten. Das war nicht ganz einfach, weil maximal 100 nur eingeschleust werden dürfen. Aber das ging dann trotzdem. Das war hochinteressant. Es waren auch sehr junge Leute dabei. Die erste Frage, was verdienen sie denn so? Und ich sage, könnt ihr alle nachgucken, im Internet steht alles drin. Und die zweite Frage, mit welchem Auto werden Sie abgeholt? Immer, also das waren die wesentlichen Fragen erst. Aber danach waren dann auch durchaus ernsthafte Sachen dabei. Und es sind ja auch dann sehr viele Schüler, die auch schon älter sind, die da auch hinkommen. Und also da auch Fragen stellen, die natürlich auch teilweise manchmal nicht so ganz einfach zu beantworten sind. Ich habe auch dann teilweise viel sorgen können, dass hier der Herr Spahn mal hier war, die Frau Wanker, das habe ich schon gesagt, der Appel im Programm am Bildungswerk. Also alles Dinge, die dann auch im Wahlkreis, glaube ich, von Relevanz sind. Und vielleicht zum Schluss, dann denke ich, Sie haben wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage dazu. Da ich gebürtiger Oberschlesier bin, glaube ich, bin der einzige Parlamentarier im Deutschen Bundestag, der in Oberschlesien geboren ist oder überhaupt in den ehemaligen Ostgebieten geboren ist. Bin ich natürlich auch gern
in Schlesien, Oberschlesien und man hat auch Kontakt natürlich zu Ostpreußen, Westpreußen und so weiter. Latibor, wissen Sie, ist unsere Partnerstadt, Breslau, die von Köln, sodass da sowieso natürlich bis Affinitäten sind. Außerdem war ich im Freundeskreis hier für Radibor mal 10 Jahre Vorsitzender gewesen. Wir besuchen natürlich die anderen Städte auch und so weiter. Und dort besuchen wir Firmen, Schulen, Universitäten, Kitas, all diese Dinge, um auch die deutschen Minderheiten dorthin zu hören. Ich glaube, ich war der erste Abgeordnete, der dort direkt hinkam und nicht Richtung Warschau. Das haben auch die deutschen Minderheiten sehr positiv aufgegriffen, dass man sagt, also viele gehen ja direkt nach Warschau, aber das ist gut, dass sie auch zurückkommen. So, ich mache mal an der Stelle Schluss. Vielleicht hat sich doch die eine oder andere Frage ergeben. Ja, oder Fragen. Sie sind ja neu nach Berlin gekommen, vor 2 Jahren. Und ich glaube, das ist ja nicht so einfach, sich in diesem Massenbetrieb zurechtzufinden. Verlaufen Sie sich hin und wieder nochmal? Nicht mehr. Nicht mehr. Also ich muss ehrlich dazu gehen, das ist wirklich nicht ganz einfach. Ich habe Glück gehabt, mein persönlicher Referent, Herr Möller, der war schon mal ein Parlamentarier gewesen. Und der konnte mich im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen und erstmal durch die Gegend führen. Denn das ist schon ein Moloch, das muss man sagen. Und Sie können ja sämtliche Räumlichkeiten unterirdisch auch anlaufen. Sie brauchen ja nicht niemals mal das Fahrradweg zu entdecken. Sie können überall rumlaufen. Und sich da in diesem Labyrinth zurechtzufinden, vor allen Dingen, Sie waren ja wahrscheinlich schon mal drin gewesen. Es sieht alles so ähnlich dann aus am Anfang. Und am Anfang dachte ich erst dann, vielleicht hast du so ein Problem damit. Bis man den einen oder anderen Kollegen dann hätte, sagt, vor kurzem habe ich da irgendwo gestanden, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt angehen sollte. Ne? Also geht es fast keinem so. Aber das ging dann relativ schnell vorbei und wie gesagt, die haben mich quasi wirklich im ersten Sinne des Wortes in die Hand genommen und wussten dann, jetzt müssen wir zum Jakob und Kai sagen, ist es jetzt dieses oder jenes. Und in der Zwischenzeit war es natürlich klar, das ist klar, weil es auch immer an derselben Position stattfindet. Die Arbeitsgruppe ist immer in dem Sitzungssaal, der Ausschuss ist immer da und so weiter, sodass das da ja nachher relativ einfach wird. Lernt man als Abgeordneter in diesem Rummel da auch mal Menschen was näher kennen oder sind es mehr die Funktionen, mit denen man da letztlich zu tun hat? Also es ist in erster Linie mal Funktionen, aber Sie haben dann innerhalb dieser kleineren Gruppe auch immer so ein paar, mit denen Sie dann doch recht eng zusammen sind. Ich habe also beispielsweise in Wirtschaftsenergie jemanden, den auch mal von uns, der auch lange Zeit mal früher Bürokratieabbau machte. Und sie interessierte sich natürlich dann sehr für die Dinge, die ich da machte, unterstützte mich auch. Und ich habe dann auch durch den sehr enge Kontakte bekommen zu dem Dr. Braun, dem Staatsminister im Bundestag, der Kanzlerin, der ist sogar ganz angesiedelt bei dem Thema. Und da kommen dann natürlich auch ein paar andere Kontakte zustande, die jetzt eben über das ganz normale Funktionieren hinausgehen. Aber das muss man schon sagen, das ist nicht massenhaft. Das sind ein paar. Ja. Ganz persönlich, wo wohnen Sie in Berlin? Haben Sie da eine ständige Unterkunft, eine Wohnung oder ein Hotel, was Sie gefunden haben? Also ich bin am Hotel, nicht so ein Apartment-Hotel, was eigentlich sehr schön ist, sehr großzügig ist. Und ich bevorzuge eigentlich das Hotel. Wenn ich morgens runterkomme, ist mein Frühstück gemacht. Das ist wunderbar. Und wenn ich abends komme, ist auch das Bett gemacht. Muss ich mich auch nicht drum kümmern. Ich muss auch nicht sehen, ob noch Milch im Kühlschrank ist oder nicht. Oder vielleicht ein Staubsauger durch die Gegend gehen. Man hat noch jeden Tag 12 bis 14 Stunden. Und ich muss sagen, also, wenn ich dann abends nach Hause komme oder ins Hotel komme, dann hätte ich also keine Lust noch mit dem Staubsauger durch die Gegend zu gehen oder mein Bett zu machen oder sonst irgendwas. Das ist mir ganz angenehm, dass dann alles fix ist. Und wenn man so lange dann im selben Hotel ist, kennt man nachher auch schon an der Rezeption die Leute, wenn man runterkommt, morgens und früh schon auf. Ja. Irgendwo ist dann auch schon eine gewisse Nähe. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut und ich will das auch nicht ändern. Jetzt sind Sie ja bei der Bundestagswahl 2013, also mit dem Ziel ja auch mal wirklich nach Berlin in den Bundestag dann auch zu kommen, angetreten und hier sind ja auf dem letzten Flyer weg so Hauptthemen, Infrastruktur, Verkehr hatten wir schon angesprochen, Wirtschaft. Man geht aber ja mit diesen Zielen da rein und dann wird
wird einem aber gesagt, so, aber du kümmerst dich um Verkehr, um Verteidigung und Bürokratieabbau. Man kann sich da auch nichts. Also man geht eben mit solchen Zielen rein, aber letztlich ist man ja dann mit Bürokratieabbau beschäftigt und Sicherheit und Verteidigung. Ja, vielleicht erkläre ich das mal. Ja. Als ich da jetzt die ersten Tage da war, dann bekommt man halt natürlich mit, was gibt es für Ausschüsse. Wo hat man also irgendwelche Dinge, wo möchtest du gerne rein? Und dann trifft man sich natürlich in dem Kreis, die das mitentscheiden. Und jetzt sagt der Peter Hinze, der hier von Nordrhein-Westfalen in der Landesgruppe natürlich der Chef ist und der auch mit anderen Landesgruppenchefs dann die Dinge mit abstimmt. Und mein Wunsch war von Anfang an, ich wollte Wirtschaft, Verteidigung, hatte ich gesagt. Da muss ich allerdings sagen, kam dann ein großer Mann auf Wirtschaft. Viele wollten das. Und deshalb hatte ich eigentlich schon gedacht, naja, du bist ja zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Und dann wird das wohl nicht klappen. Aber der Hinz hat mir dann nach relativ kurzer Zeit gesagt, Novak, Sie kommen in die Wirtschaft und Verteidigung, das kriegen wir hin. Ja, das war für mich natürlich sehr positiv. Manche Kollegen, die schon länger da sind, haben sich gewundert, dass das so klappte. Weil Wirtschaft ist natürlich einer der, überhaupt der größte Ausschüsse, den es gibt im Deutschen Bundestag. Und natürlich auch ein sehr wichtiger. Das ist ja zweifelsohne so. Und dann, weil Sie jetzt etwas dezidierter auf Fragen des Bürokratieabbau und so weiter, dann haben Sie eine ganze Liste von Themen, die im Bereich Wirtschaft, Energie unterwegs sind. Und da können Sie natürlich auch nochmal ankreuzen, wo Sie Interesse dran haben. Und für mich war Industriepolitik schon ein wichtiges Thema. Und ich fand auch durchaus wichtige Verteidigung und Sicherheitsindustrie, das fand ich auch ganz interessant. Und da muss ich sagen, kam ich an die Bürokratie auf Bau oder Abbau besser wie die Jungfrau zum Kind. Ja? Weil das blieb sehr lange offen, diese Position. Das hat einen Grund, weil sich keiner so richtig dafür begeistern kann. Denn das ist ein Querschnittsthema, was sämtliche jedes Thema ist irgendwie belastet damit. Und sich da reinzuklemmen, reinzuarbeiten, da dran zu bleiben, das ist schon ganz schön mühselig. Das muss man wirklich sagen. Ein bisschen wie beim Sisyphos, nicht? Ja. Also Sie bauen da und auf der anderen Seite wird es schon wieder aufgebaut. Also eigentlich eine Lebensaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe. Ne? Es sind ja alle Ministerien daran beteiligt. Und wenn wir ein Gesetz verabschieden, dann ist das zweifelsohne ja auch mit irgendeiner Bürokratie. Mit irgendwie Bürokratie versehen. Also das ist ja ein ganz gutes Beispiel Mindestlohn. Das kostet ca. 10 Milliarden für die Wirtschaft. Davon sind reine Bürokratiekosten ca. 130 Millionen. Und der Rest ist sogenannter Erfüllungsaufwand. Das würde ich jetzt nicht viel sagen, aber das gibt es neu seit 2011, dass man nicht nur die Bürokratiekosten direkt ermittelt, sondern auch das, was kostet das Gesetz eigentlich, zum Beispiel der Wirtschaft oder den Privaten? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. In früheren Zeiten, Sie können sich mühelos daran erinnern, hatten wir schon mal überlegt, ob wir Verfallsdaten einführen wollen, der Gesetze. Haben wir nie gemacht. Hört sich auch gar nicht so ganz unlogisch an, dass man sagt, nicht das Grundgesetz. Aber dass man bestimmte Dinge sagt, nach 3 oder 5 Jahren müssen mal evaluiert werden, überprüfen wir mal, macht das überhaupt Sinn oder nicht. Ist aber nie zustande gekommen und jetzt gibt es halt dieses One in, one out. Wenn Sie das interessiert, erkläre ich das ein paar Sätzen. So detailliert wollte ich das gar nicht. Okay. Also, aber ich habe direkt noch eine Anschlussfrage, nämlich dann. Wenn man jetzt sagt, auch Sie standen ja dann auch tariflicher Mindestlohn, ich meine, gibt es jetzt, ich kann mir das so vorstellen, wir sind im Bundestag, aber Sie können im Prinzip jetzt nicht sagen, auch den finde ich gut, den tariflichen Mindestlohn will ich auch, aber Sie als Abgeordneter, das ist eigentlich gar nicht Ihr Thema, also werden Sie auch gar nicht nach Ihrer Meinung gefragt, oder? Oder wie ist das? Oder ist das das dann, wo das greift, dass Sie mit den Personen im privaten Gespräch dann mal was herantragen, wie Infrastruktur, Brücke, A1? Dass das wirklich so im großen Kreis im Bundestag man sich nicht vorstellen kann, dass Sie hier hingehen und sagen, das und das würde ich gern. Und, das stimmt natürlich, dass Sie sagen, aber dafür haben Sie ja zum Beispiel Arbeitsgruppen. Okay. In der Arbeitsgruppe, da ist in dem Fall jetzt, wenn ich in der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Energie sind, auch nur Leute der CDU, CSU. Okay. Das ist dann auch ein verhältnismäßig kleiner Kreis. Mhm.
Da gibt es natürlich eine Meinungsbildung, aber die hat, Meinungsbildung gibt es natürlich auch vorher schon teilweise von der Partei, die dann übernommen wird oder eben auch nicht. Aber sie besprechen in der Arbeitsgruppe und stimmen da auch ab. Beispielsweise auch dieses geringwertige Wirtschaftsgüter, was ich sagte, das wurde dann abgestimmt in der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Energie der Fraktion. Und dann sagte man, ja, das wollen wir. Dann geht es prinzipiell in die Fraktion. Und dann wird es in der Fraktion auch diskutiert. Und je nachdem wird es dann auch dort abgestimmt. Das ist aber immer dann noch CDU-CSU-Fraktion. Und von da aus geht es dann in den Ausschuss. Da sind alle Fraktionen. Also wir haben dann durchaus ihre Meinung, in dem Fall meine Meinung zum Bürokratieabbau, eingebracht, bis über die Fraktion hinaus, in den Ausschuss rein. Und dann kommt es ins Gesetzgebungsverfahren, je nachdem. Aber eben nur die Meinung zum Thema Bürokratieabbau, nicht? Nein, nicht nur. Es gibt auch andere Dinge, auch Energie. Aber Sie müssen natürlich dann sehen, das ist ein demokratischer Prozess. Also es gibt eben Dinge, wo man sagt, das sehe ich anders. Und da wird abgestimmt, auch in der Fraktion. Und dann ist das im Kleinen wie im Großen, je mehr erzählt. Aber das ist ja auch Ihr Thema. Sie sind ja auch für Bürokratie quasi als Wahlkreisabgeordnete, also Bürokratieabbau und Energie. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema Flüchtlinge oder so haben, dazu, das quasi betrifft gar nicht Ihre Aufgabe. Das gehört nicht zu Ihrer Aufgabe. Ja, aber das Thema, was Sie jetzt nannten, wurde natürlich nicht nur einmal, sondern x-mal überall thematisiert, weil es ja auch alle irgendwo angeht. Und das wurde auch in der Fraktion, also auch in der großen Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, in allen anderen Fraktionen natürlich genauso, ganz dezidiert diskutiert. Und da können Sie natürlich, sind Sie auch aufgefordert, Ihre eigene Meinung mit einzubringen. Natürlich, in unserer großen Fraktion macht es nicht viel Sinn, wenn jeder aufsteht und sagt, das meine ich auch so, habe noch eine kleine Facette oder so, sondern da muss man den Mainstream sehen und dem dann letztendlich, wenn die Mehrheit ist, so wir auch zustimmen. Das ist ein demokratischer Prozess. Aber Sie bringen Ihre Meinung schon ein, aber Sie müssen natürlich sagen, die Gewichtung ist natürlich schon, Sie sind ja einer von vielen. Ne? Genau, ich versuche das so zu bilanzieren für die Hörer, wie ich mir die Bundeskanzlerin, die hat eine bessere Chance. Genau. Ich kann sagen, das hätte ich gerne. Also, ne, also genau, da haben Sie am Ende des Tages für eine Bilanz, jetzt nach 2 Jahren, Thema Infrastruktur, Brücke, das ist so, was Sie auch mit vorangetragen haben, sagen Sie als Wahlkreisabgeordneter, da hatten Sie Chance eben in persönlichen Gesprächen auch mit den richtigen Leuten. Aber also das so quasi, also Infrastruktur, Wirtschaft, eben Unternehmen, das ist so genannt. Ja, aber Sie sehen auch, dass die Frau Professor Banker hier war. Die war ja dann im Naturgutplan gewesen. Das sind Dinge, die sonst normalerweise nicht stattfinden würden. Und das ist auch wichtig für das Naturgut, wenn jetzt die Bundesministerin, die ja dafür zuständig ist, dann hierher geholt wird. Also Sie haben auch durchaus Dinge, die Sie persönlich bewegen können. Jetzt nicht, dass wir damit die Welt bewegen, aber die Welt bewegt sich auch durch viele Details. Und an dem einen oder anderen Detail kann man natürlich nicht mitleugnen. Der lauteste Ruf aus Ihrem Wahlkreis, was Wünsche an den Abgeordneten angeht, ist ja immer der, setzen sich für die Autobahnlösung ein. Für die, die wir haben wollen, Autobahn unter die Erde. Jetzt wird es in Kürze eine Gewichtung geben, auch von Seiten der Ausführenden, nämlich von Straßen NRW, und dann wird es Entscheidungen geben, die letztlich beim Bund ja getroffen werden. Wie sehen Sie die Chancen darauf, Einfluss zu nehmen, dass die Leverkusener Wünsche auch tatsächlich umgesetzt werden? Ja, da geht ja mal die Diskussion, Stelze, Trog oder Tunnel. Das sind ja so die beherrschenden Themen daran. Ich habe relativ frühzeitig, ja, wie gesagt, mit Dobrindt über die Dinge schon gesprochen. Mit Jansen bin ich direkt häufig im Gespräch, habe letzte Woche gerade mit ihm wieder gesprochen. Und habe ihm auch gesagt, sie wollten eigentlich Ende Mai deutlich machen, ob es beispielsweise möglich ist, was die chemische Industrie insgesamt fordert, nämlich 24 Stunden an 360 Tagen die Gefahrtransporte durchführen zu können. Ob das geht oder nicht, welche Dinge sind dann erforderlich, um das zu machen. Weil ich hatte mir damals, als wir miteinander sprachen, gesagt, das würde an einem Modell zurzeit überprüft werden, wie viele zusätzliche Notausgänge müssen da sein, wie schnell müssen gefährliche Gase aus dem Tunnel heraustransportiert werden können und vieles mehr.
Das sollte nach seiner Aussage damals Ende Mai sein. Wie gesagt, ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen und er sagte mir jetzt, das sei verbindlich Ende Oktober, Anfang November, würden die Ergebnisse dieser Tests vorliegen. Ich habe ihm das nochmal deutlich gemacht, dass ich das auch frühzeitig erfahren möchte und nicht, dass man mit den Dingen allzu lange hinter Berg hält, denn Sie sagen ja zu Recht, das sind ja Sachen, die von großer Wichtigkeit sind. Und ich selber plädiere natürlich für einen Tunnel unter der Voraussetzung, dass hier unsere heimische Industrie im Wahlkreis nicht die Probleme hat, dass sie dann keine Gefahrentransporte mehr durchführen können. Denn das wäre für unsere Region natürlich eine Katastrophe. Und das habe ich auch immer gesagt, das habe ich in Berlin auch immer gesagt, da müssen wir dran arbeiten. Es geht nicht allein aus meinem Verständnis ums Geld dabei. Das ist eine Sache, das Geld. Aber wir haben ganz andere Projekte, wo wir auch durchaus bereit sind, mal einige hundert Millionen zusätzlich locker zu machen, die nicht so langfristiger Natur sind. Denn das, was wir hier machen, ist ja dann von langfristiger Bedeutung. Das ist ja nicht eine Sache mal für 3, 5 oder 10 Jahre. Das ist ja eine Generation eine Geschichte, die wir hier machen. Und da meine ich, kann man nicht nur vordergründig sehen, was kostet das, sondern da muss man das gesamte Paket sehen. Und ich kann natürlich den Küppersteger verstehen, der so sagt, also noch eine größere Stelze, noch breiter, bitte nicht. Aber wir müssen eben sehen, ob wir das in irgendeiner Form kombinieren können, denn wir wissen ja, in Hamburg gibt es auch einen Tunnel, da gibt es aber 2 komplette Feuerwehren, einer am Anfang, einer am Ende, also nicht ein Feuerwehrwagen, sondern Feuerwehren, und nur zu bestimmten Zeiten können Gefahrentransporte durchgeführt werden. Und wenn man solche Verengung hat, dann könnte das natürlich irgendwann mal zum Tragen kommen, was ich vorhin schon andeutete, dass man sich sagt, hier langfristige Investitionen, da müssen wir uns auch nochmal in Ruhe zusammensetzen. Deshalb, in dieser Kombination sollte es kommen, das hat der Jans auch nochmal gesagt. Und ich werde in Berlin das versuchen zu penetrieren, wo wir hin müssen. Und da kann ich nur nochmal sagen, ist es eben wichtig, dass man den Draht hat, dass man den mit dem Bundesverkehrsminister reden kann und eben auch so reden kann, dass man nicht einen Brief hinschreibt, sondern dass ich sagen kann, der sitzt ja wie manchmal so 2 oder 3 Meter gegenüber, dass man sagen kann, und lass uns mal da hinten setzen, wir haben miteinander zu reden. Und das muss man an vielen Fällen machen. Das habe ich auch gemacht gleich am Anfang, als er Minister wurde. Immer wieder, er wusste schon, wie er auf ihn zukommt. Wo wir schon hin ist, er ja sagt, ich weiß ja, aber ohne viele Trans geht es nicht. Das hat mir der Frau Wanke auch gemacht. Immer wenn ich die sah, nicht vergessen. Natur noch hoch. Also Nerven mit Ansagen. Ja, und das habe ich mir auch sagen lassen, was den Bürokratieabbau anlangt, das sagen mir auch ganz kompetente Menschen, die schon lange dabei sind, das haben sie bisher noch nicht erlebt, mit einer Penetranz dahinter, dass da einer dahinter hängt. Aber es macht auch Freude, würde ich sagen. Das ist also nicht, weil man penetrant ist, sondern dass man vielleicht sieht, dass ein oder andere sich doch bewegt dabei. Also, wenn ein Ausblick machen, also Thema Infrastruktur wird noch Sie weiterhin beschäftigen und im Bundestag eben Sie und Ihre Arbeit. Das denke ich ganz sicher. Was Energie, also Strompreisbremse oder was kann man da sagen? Das Energieproblem, das haben wir jetzt ja auch erlebt und mitgehört, dass wir durch die Forderungen, die ja aus Bayern kommen, durchaus ja nicht völlig unvernünftig sind, dass man sagt, man will also die schöne Landschaft jetzt nicht mehr mit wer weiß wie viel zusätzlichen Stromtrassen da verschandeln, vor allem so Megastelzen dahin zu stellen. Und da hat man sich jetzt geeinigt, vieles da unterirdisch zu machen, was natürlich nochmal ca. 8 Milliarden kosten wird, die auf den Verbraucher zukommen werden in irgendeiner Form. Aber es ist zumindest dann schon mal gesichert, dass der Strom aus dem Norden, der ja da in großen Mengen anfällt, teilweise so großen Mengen, dass wir den gar nicht verarbeiten können, dass der dann auch in Süden, wo der Strom gebraucht wird, transportiert werden kann. Aber dass das ein Thema ist, was uns weiter beschäftigen wird, das ist, glaube ich, ganz klar. Hinzu kommt noch die Problematik, dass wir ja keine europäische Lösung bisher haben. Sie sehen in Polen, die haben viele Kohlekraftwerke, die werden sie natürlich auch weiter nutzen, mit entsprechenden CO2-Problematiken dabei. Die Franzosen sagen, CO2 haben wir kein Thema mit, Kernkraftwerke,
Wir machen Wind und so weiter. Aber eine Kombination aus allem ist eben äußerst schwierig. Und dazu braucht man auch die entsprechenden Netze und die politischen Voraussetzungen. Und die hinzukriegen, ist ja nicht ganz einfach. Also das wird uns noch lange, lange beschäftigen, da bin ich sicher. Haben Sie Ihre eigene Firma noch? Ja. Brillenhandel ist das, oder? Hersteller? Ja. Wir hatten ja früher mal die Produktion hier in Leverkusen gehabt. Und da war, könnte man sagen, in den besten Zeiten bei uns, war jede 10. Brille, die in Deutschland über irgendeinen Ladentisch verkauft wurde, aus Leverkusen-Schlebusch. Das war natürlich sehr schön. Aber in der Zwischenzeit ist das halt so, dass uns die Chinesen die Arbeit abgenommen haben. Das brauchen wir also nicht mehr zu machen. Also ich hätte es lieber weitergemacht, aber es ist halt so. Wie in vielen Branchen ja leider auch. Also Sie handeln nach wie vor. Ja, und haben dann Geschäftsführer eingesetzt? Ich mache das nach wie vor mit der Prokuristin zusammen und bin jeden Morgen um 20 nach 6 mal die Tür auf, setze den Kaffee auf, dann kommen die Prokuristin und dann geht's los. Ja. Und das ist natürlich in der Sitzungszeit nicht möglich, aber in der sitzungsfreien Zeit natürlich immer. Ja. Wie groß ist der Anteil, wie viel Prozent der Tage sind Sie in Berlin? Also man kann sagen 50-50. Etwa 50% Berlin, 50% hier. Sie wohnen in Schlebenburg? Nee. Ja. Eine Woche ist ja 26 Sitzungswochen und 26 sitzungsfreie Wochen. Wobei die nicht unbedingt frei sind, hast du gesagt, am Montag trotzdem. Nee, manchmal nimmt man noch mal zwischendurch. Am Montag war ich halt diese Sicherheitskonferenz. Und da ich dafür zuständig bin, muss ich halt damit hin. Und da sind auch schon mal so Dinge, wo man dann mal zwischendurch helfen muss. Beispielsweise wenn Griechenland ein Problem hat, ne? Dann kann es auch passieren, dass man dann nochmal abrufen wird. Das war ja auch in dieser Saison diesmal so. Ich würde gerne mal an die Antwortsfrage von Kollegen mit der räumlichen Orientierung. Wie war es denn, sich persönlich zu orientieren inmitten des persönlichen Urlaubs einer Kollegin? Ja. Also dazu kann ich Ihnen leider sagen, ich weiß nicht, wie es anderen Kolleginnen oder Kollegen geht. Ich brauche mich gar nicht groß zu orientieren, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Morgens vom Hotel holt mich der Fahrdienst ab, fährt mich zu meinem Büro und dann bin ich im Büro oder im Plenarsaal oder im Ausschuss und abends zwischen 22 und 24 Uhr fährt mich mein Fahrdienst ins Hotel und morgens holt er mich wieder ab und am Freitag fliege ich dann abends nach Köln zurück und morgens jeden Montagmorgen um 7.20 Uhr entweder mit Air Berlin oder 7.30 Uhr mit Germanwings fliege ich nach Berlin. Also ich komme gar nicht dazu. Ich habe ja noch eine Schwester in Berlin, aber die komme ich dazu, sie zu besuchen. Das ist ein Trauerspiel eigentlich. Das stimmt. So, wichtig zu fragen, mit welchem Auto werden Sie da abgeholt? Ja, also es ist entweder der Audi A6 oder es ist ein Passat. Die Passats werden jetzt wieder abgeschafft. Und das, ja, das hat dann, das, also die Entscheidung ist vorher schon gefallen. Also, ja gut, aber die gefuschten Wiesen sind ja auch noch nicht verfahren. Audi ist ja auch nicht. Ja, es geht wahrscheinlich wieder zu Daimler zurück. Das war früher aber auch immer so. Aber ich muss Ihnen sagen, ich hatte, bevor ich in Berlin war, immer gedacht, Fahrdienst, das ist ja, muss ja auch nicht unbedingt sein, man könnte ja auch so oder was. Es geht wirklich nicht anders. Sie müssen dermaßen von A nach B, von B nach C und hin und her. Und Sie hätten gar keine Möglichkeit, mit dem eigenen Wagen zu fahren, weil es nirgends einen Parkplatz gibt. Und wenn Sie einen Parkplatz gesucht haben nach einer Stunde, dann ist die Sitzung vorbei. Also das geht einfach gar nicht. Ich habe es früher auch mal anders gesehen, dachte, naja, also das muss ja nicht unbedingt sein. Aber fahren mit dem Fahrrad. Ja, aber das ist manchmal auch streng dabei, was nicht funktioniert. Und die mit dem Fahrrad kommen, die fahren aber mit dem Fahrdienst dann ringsrum. Die fahren vielleicht nach Hause, weil sie in der Nachbarschaft oder wohnen, ist auch prima. Ja, der Abgeordnete von Kreuzberg ist da, man es nicht ganz so gut. Ja, das stimmt. Das kommt man doch auch immer gut. Und Sie würden auch, wenn es denn so wäre, weitermachen, gern auch im Bundestag weiterarbeiten, wenn es zu einer nächsten. Also wenn Sie den Eindruck hiermit heute gewonnen haben sollten, ja, dann kann ich es wohl bestätigen. Ja. Ja. Das ist super, das ist jetzt eine Kandidatur für die. Pardon? Für Ihre Partei, eine Kandidatur für die nächste. Das werden wir dann sehen, ja. Das, aber ich glaube, ich habe es ja dazu ausgedrückt. Ne? Ja. Ich werde so oft gefragt, ob das Spaß macht. Ich sage mal Spaß nicht, aber Freude. Und das macht mir wirklich viel Freude. Und auch wenn Ihre kritische Frage ja richtig angekommen ist, wie viel bewegt man denn da eigentlich?
man wird nicht die ganze Welt verändern, ja, aber man hat doch interessante, spannende Dinge und das eine oder andere kann man eben doch mit beeinflussen. Ich glaube aber auch gerade, dass solche Themen eben so durch Zwischenmenschliches einfach, ja, die sind ganz entscheidend, die sind wirklich entscheidend. Weil, wie immer eigentlich. Wie immer. Sie gehen auch so in den Kongressen hin und abends wird es dann eigentlich ernst. Ja. Auf dem Golfplatz oder in der Bahn. Ja, oder sowas, das ist so. Ja. Was für Sie sich in der Politik betrieben? Ich meine, Sie sind lange dabei in der Politik, aber natürlich auf der ganz obersten Ebene national zurechtzufinden. Ich habe das nicht einfach nicht verstanden. Sie sind lange dabei. Und wie war es dann auf der ganz oberen Ebene, sich zurechtzufinden in der Politik, mit den, ich sag mal, vielen als oftmals als Altpartier auch. Naja, also das war für mich insofern nicht so neu. Ich bin ja schon 16 Jahre im Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU in Berlin. Habe dadurch also schon früher viel Kontakte gehabt, auch zu den Spitzen der Politik, der Minister und der Staatssekretär und so weiter. Dadurch war das für mich nicht so ganz neu. Aber auch so, wie Sie sagen, Abendessen mit der Kanzlerin in Kleiderrunde, das war. Prinzip, da musste man sich gar nicht im Prinzip jetzt nochmal. Ja, ja, ganz am Anfang war das schon was Besonderes, das ist ganz klar. In der letzten Woche war es dann nicht mehr so besonders, wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat. Man sieht sie ja auch mehrfach pro Woche. Sie ist jeden Dienstag, ich weiß nicht, wie die Frau das macht, wie die das alles unter einen Hut kriegt, das ist mir vollkommen schleierhaft. Sie ist immer bei der Fraktionssitzung dabei. Und also in der letzten Woche habe ich sie dreimal gesehen. Einmal bei einer Fraktionssitzung, dann hatten wir am gleichen Abend noch in der Adenauer Stiftung in einer kleinen Runde und anschließend waren wir noch beim Essen zusammen. Dann, sagen wir, die Spannung ist dann nicht mehr die da, ist ja klar. Also die Akzeptanz natürlich nach wie vor, das ist auch keine Frage, aber das ist schon unterschiedlich. Ich habe vor kurzem eine Praktikantin bei mir oben gehabt, die mich aus dem Plenarsaal nach kurz rausholt, da kam die Kanzlerin nicht mehr raus, die Praktikantin nicht stark stramm. Das war für die eine Begegnung der nächsten Art, dass sie jetzt direkt in 2 oder 3 Meter Abstand die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland dann sozusagen hautnah bei sich hatte. Von Ihren Bürgergesprächen berichtet, was waren denn die Top 5 Punkte, wo Bürger sich bei Ihnen beschwert haben oder sie Sorgen hatten? Naja, ich sagte ja vorhin schon, das waren meistens kommunale Probleme. Ja. Während jetzt natürlich ein erstes kommunales Problem, beispielsweise da in Köln, wo ein Hubschrauberlandeplatz sein sollte, was sich dann permanent absinkt. Da kam dann eine Frau rein, die ganz traurig war, die hatte einen Nebengarten. Und dadurch, dass sich das absinkt, da auch das Wasser darunter floss, ist dann ihr Garten langsam mit Schlamm und so weiter übersät worden. Und sie hat sich dann in Köln an bestimmte Stellen, falls an welche, gewandt, ohne Gehör zu finden. Und hat dann die Dinge vorgetragen, ist natürlich eine kommunale Sache, keine Frage, aber ich kenne den Bürgermeister Barsch eben auch ganz gut aus dieser Region und dann hat sie sehr schnell einen Brief bekommen und da wurde Abhilfe geschaffen. Also das sind dann Dinge, wo man dann auch sich freut, dass man da auch irgendwo einen Einfluss bekommt. Und ansonsten sind jetzt natürlich die Fragen Flüchtlinge, ganz klar, wenn da, das sind jetzt die beherrschenden Themen natürlich. Vor kurzem war es in Griechenland, jetzt interessiert das keinen mehr. Da kam Briefe ständig nach Berlin, hier E-Mails. Also wenn Sie nochmal Ja sagen zu Griechenland, dann ist die Sache mit uns nicht mehr zu machen und so weiter. Das waren so beherrschende Themen eigentlich so in der Zeit, auch bei den Besprechungen, die wir überhaupt weiterlassen können. Und wie empfinden Sie im Moment die aktuelle Stimmung so im Volke? Mehr Willkommenskultur oder mehr ängstliche Skepsis? Also ich würde eher sagen, das Letztere. Was ich wahrnehme. Ja. Kriegen Sie da ab und zu dann auch mal so ja, diese entsprechenden Briefe oder Anrufe? Also es ist ja schön, dass ab und zu, ja. Mhm. Es ist sehr deutlich. Es ist sehr und deutlich. Eher ängstliches Gefühl. Was ja immer heißt. Naja, das ist ja auch eine Sache, muss man sagen, die ist ja auch für alle wirklich neu, was hier passiert. Und das Thema nehmen Sie dann auch Fuchs mit nach Berlin und gucken? Ja, das wird da auch überall ständig diskutiert. Ja. Und es wird natürlich, das haben Sie auch mitbekommen, das haben wir ja auch noch gesehen im Fernsehen, es wird natürlich nach Wien, nach Wien gesucht. Aber das ist ein Thema, was Deutschland sowieso nicht alleine stemmen kann. Ich behaupte sogar, das wird Europa nicht alleine stemmen können. Hier muss die Weltgemeinschaft, wenn 60 Millionen Menschen unterwegs sind weltweit, dann ist die Weltgemeinschaft gefragt.
Dazu könnte man eine ganze Menge erzählen. Das würde aber dann den Rahmen, glaube ich, sprengen.